Leute, mein Name ist Markus Plättke und ich zeige euch heute von Joyo den Deluxe de la Crunch. Den Deluxe Crunch. Es ist ein Pedal wieder aus der 30er Serie, also aus der wirklich preisgünstigen Serie von Joyo. Wenn man eigentlich kann man alle Pedals von Joyo als sehr preisgünstig bzw. preiswert bezeichnen, aber auf jeden Fall aus der 30er Serie, die nochmal unter der Mini-Pedal-Serie von Joyo preislich steht. Wir haben es hier heute zu tun mit dem Deluxe Crunch. Also wir haben ein Overdrive-Pedal, was praktisch so einen normal aufgerissenen Crunch, denke ich mal, erzeugt. Wir haben vier Regler, die übrigens mit diesen coolen Chicken-Head-Knöpfen ausgestattet wurden, was ich sehr schick finde. Und haben hier erstmal die Regelmöglichkeiten für Volume, dann haben wir Distortion, dann haben wir Pre. Da denke ich mal, dass das wirklich für Preamp steht, also dass wir praktisch die Endstufensättigung von einem voll aufgerissenen Amp praktisch darüber simulieren können. Das heißt, wenn man jetzt Distortion niedrig lässt und Pre aufreißt, dann hat man eher diesen wirklich Vintage Crunch Sound, den man so von den alten Amps kennt, von den alten Aufnahmen, der halt nicht so wirklich hundertprozentig fokussiert ist und toll auflöst, aber trotzdem diesen schönen Vintage-Charakter hat. Oder man lässt halt Distortion schön hoch, kann mit Pre zurückgehen oder kann es dann mit Pre wahrscheinlich anfetten. Denke ich mal. Dann haben wir noch einen Tone-Regler, der schlicht und ergreifend die Höhen und die Mittenfrequenz ein bisschen regelt. Und ja, ansonsten wieder schön verarbeitetes Gehäuse, schicke Farbe, goldene Aufschrift, sieht super aus und wird wie immer mit 9 Volt gepowert. Wir haben einen In-Out und das ist auch schon alles, was wir da dran haben. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns oder hören wir uns viel besser das Ding jetzt einfach mal an. Dafür gehen wir jetzt in meinen Usenkettner Tubemeister 18 über den Redbox Out direkt ins Interface und den hier schneiden wir einfach davor. Viel Spaß! We'll be right back.
das war der Deluxe Crunch. Ich muss sagen, ich mag dieses Pedal. Es ist neben dem Sweet Baby wirklich eins meiner absoluten Lieblingspedal aus der 30er Serie. Es ist sehr flexibel durch Pre- und Distortion. Man kann sehr viele unterschiedliche Overdrive-Sounds erzeugen damit. Er klingt sehr ordentlich, muss ich sagen. Wirklich sehr erstaunlich ordentlich. Ist top verarbeitet und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ihr könnt das Pedal natürlich wieder kaufen, was übrigens vom Preis her ungefähr bei 30 Euro pro Pedal liegt. Was absolut nicht sagt, dass dieses Pedal schlecht ist. Also es ist wirklich ein ordentlicher Sound hier drin. Ihr könnt das ordern direkt von Amazon oder von eBay. Das kommt dann auch direkt von Joyo aus China zu euch. Und ja, checkt das Ding auf jeden Fall mal aus. Und mir hat es wie immer Spaß gemacht. Vergesst auf keinen Fall, der kleine Jochen würde sich sehr freuen, wenn ihr unten auf den Abonnier-Button drückt und unsere beide Pedal Show hier einfach noch ein bisschen weiter schaut. Wir haben nämlich noch ganz viele andere Joyo Pedals auf unserem Kanal. Und ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.